heute auf dem Lahnwiesen Open Air 2014 in Marburg und mit mir sitzen hier gerade die Jungs von 3 Millionen und wollt ihr euch mal kurz vorstellen, kurz sagen, woher ihr kommt, wer ihr seid? Hi, ich bin der Chrissy, Bassist und Backing Vocals von 3 Millionen. Hi, ich bin der Janni, ich singe. Hallo, ich bin der Olli, Gitarre und Backing Vocals. Und ich komme aus Wiesbaden, wohne jetzt in Darmstadt und bin heute im schönen Marburg mit meinen Jungs. Hi, ich bin der Janis und ich spiele Drums bei 3 Millionen. Ich komme aus Kelkheim. Bam. Hi, ich bin Jonas, spiele Gitarre und komme aus Eltville. Sehr schön. Was mich jetzt als allererstes interessieren würde, wäre eine Frage, die ihr bestimmt ganz selten gestellt bekommt, woher der Name 3 Millionen kommt und seit wann es die Band gibt. Also die Band gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr. In dieser Konstellation, glaube ich, seit einem halben Jahr. Also wir haben ihn jetzt als letztes dazu bekommen und vorher den Jonas. Fail. Allerletzte. Und, ja, und der Name 3 Millionen, der Name 3 Millionen steht einfach dafür, dass, also die Leute können sich halt alles darunter vorstellen, weil man hört ja Musik immer aus anderen Gründen. Und es geht einfach darum, dass er sich, jemand wünscht sich jetzt 3 Millionen Euro, weil er zu wenig Geld hat. Also es ist halt auf jeden übertragbar so. Ja. Und das war einfach der Gedanke dahinter. Ah ja, das ist ein ziemlich gutes Prinzip. Und ist die Band für euch eher Hobby oder Vollzeitjob? Also macht ihr noch irgendwas nebenbei? Oder? Also einen Plan B gibt es auf jeden Fall. Aber vordergründig versuchen wir natürlich mit der Musik was zu reißen. Auf jeden Fall. Und ja, welche Einflüsse sind in eurer Musik so zu erkennen oder was macht eure Musik aus? Oh Gott. Also ja, ich würde mal sagen so, ja, also auf jeden Fall haben wir textlich Einflüsse, Casper, ansonsten 30 Seconds to Mars, Paramore. Ja, ich hätte schon versucht, also wir haben auch also ein bisschen bunt gemischt für jeden. Ja, jeder aus dem anderen Genre eigentlich komplett und dann wird das irgendwie zusammengemixt und dann kommt das bei raus und irgendwie von allem ein bisschen und dann doch was Neues. Ja, wir kommen auch alle eigentlich so aus den bunten Genres. Also wir hatten vorher noch ein Pop-Punk-Band zusammen, wir drei. Er kommt so aus dem Stoner-Rock-Bereich und bei ihm ist halt Hardcore. Okay. Also bunt gemischt alles. Genau. Da kommt ja dann jeder auch auf seine Kosten. Ja, sicher. Euch. Und ja, ich habe ja gelesen, dass ihr hier aus der Nähe kommt, nämlich aus Frankfurt. Und ich habe auf eurer Facebook-Seite gelesen, dass ihr diesen Sommer auch ganz schön rumkommt. Da geht doch bestimmt auch irgendwie teilweise schon so ein Wunsch in Erfüllung, dass man auch gefragt ist, oder? Macht auf jeden Fall Bock. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wo wart ihr jetzt so als letztes oder wo geht's noch hin? Also gestern waren wir in Neu-Isenburg auf dem Open Doors Festival, wo wir tatsächlich auch den ersten Platz gemacht haben bei dem Festival. Ja. Sehr schön, und, hier. Erster Platz, live in Campus TV. Ja, wo kommen wir noch hin? Also wir sind jetzt Anfang August in Hamburg auf jeden Fall nochmal, in Wiesbaden dieses Jahr noch. Graben Open Air ist hier noch. Gießen, genau. Open, nee. Genau. Out in the Green oder so. Ja, genau. Kam auf mehr? Ja. Ja, genau. Spielen überall. Ja, vielerlei. Hat Darmstadt auch noch irgendwas? Stimmt, CSD. Ja, Darmstadt auch CSD am 16. August. Ja. Wichtig. Stimmt, ja. Also die Daten merken, ne? Ja. Oder auf Facebook gucken, ne? Ja, da steht das schön an. In Banner so. Sehr gut. Ganz schnell. Und passiert euch das manchmal, dass ihr auf der Straße schon irgendwie erkannt werdet oder angesprochen werdet für Autogramme oder Fotos? Ist das euch schon mal passiert? Naja, ganz selten. Ganz, ganz selten. Also es passiert schon also mal, ist tatsächlich, dass uns Leute erkennen. Aber also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt nicht mehr auf die Straße trauen können oder okay. So. Okay, also es hält sich noch in Grenzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Und ja, eine interessante Frage wäre jetzt, wie würdet ihr euch gegenseitig mit welchen Begriffen irgendwie so oder Namen beschreiben? Also habt ihr da so Drei Soleria. Promille. Soleria. So, also insgesamt, wenn wir unterwegs sind, nennen wir uns 3 Promille. Ah, okay. Und ja, wir hatten irgendwann die lustige Idee, uns Aufnahmen zu geben. Also das ist der Solerian. Das ist der Besofftopfer da hinten. Hier haben wir den Volliver. Ich bin der Stornas, Stornis und das ist der Stornas. Ah ja, okay. Also und so nennt ihr euch dann auch so auf der Straße, damit man euch nicht sofort erkennt, nein. Wenn euch jemand erkennt. Nein, nein. Das haben wir älter lassen, so. Steht auf unserem Perso mit. Ja. Ah ja, okay. Auch am Führerschein für Kontrolle. Ja, das kommt dann natürlich sehr gut. Ja, da habe ich noch eine Frage, was für euch das beste Erlebnis so war, jetzt bis jetzt für eure, also mit eurer Band. Und auch was ihr für die Pläne, also was für Pläne ihr für die Zukunft habt so. Also ich fand eben geil, dass wir fast untergegangen sind in dem Das war absolut. Das war die Drehboot-WM von Marburg.
Drehproblem, ja. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es ein Zweisitzer war und kein Viersitzer. Oh, ja. Also das erklärt vielleicht auch, warum wir zu viel untergegangen sind. Ja. Schwerkraft, unser Erzfeind. Ja. Passiert. Gut. Da kann man ja froh sein, dass ihr jetzt nicht so viel getrunken habt, dass ihr tatsächlich untergegangen seid, dass ihr es nicht gemerkt habt. So. Gut. Noch nicht. Das ist ja auch alles eine Show, wir trinken gar nicht, wir naschen nur. Ach so, ja, okay. Hat aber keiner gemerkt. Ja, macht ihr aber gut. Wir haben es ganz schön geübt. So. Ja, irgendwann hat man es drauf. Läuft dann irgendwann. Läuft. Habt ihr jetzt zum Abschluss noch irgendwelche Tipps für angehende Bands, die auch sich jetzt sagen, hey cool, das wäre auch jetzt mal was, auf so einem Open-Air-Festival zu spielen und ja, sich ein bisschen zu etablieren? So. Okay, also sich Alkoholnamen geben gehört schon mal. Nein. Nein, einfach alles spielen, was man einfach machen kann. Ganz wichtig üben. Ja, und vor allem dabei bleiben. Üben, richtig schön ackern, also echt den Arsch aufreißen. Und, ja, und wenn man halt mit dem Herz nicht dabei ist, dann bringt halt alles nichts. Also man muss halt wirklich sein ganzes Herzblut da reinstecken. Die Sportfreunde still immer sagen, gell? So. Man muss auch sagen, man muss sich so als Band echt, sag ich mal, annähernd Musiker suchen, die Instrumente spielen können, weil. Wenn einer nicht mitzieht, dann das nichts. Und tut euch Leute, die euch auch persönlich passen, weil das ist ja auch so der Krampf. Bei uns ist halt einfach voll schlimm. Ich weiß nicht, wie lange es noch geben wird, weil... Wir hassen uns eigentlich alle. Wir gehen uns nur noch auf die Nerven. Ja, ja, das hoffen wir ja jetzt nicht. Weil die nächste Frage ist nämlich, ob ihr noch irgendwelche Grüße an eure Fans habt. Nicht, dass die jetzt schon anfangen, die Krise zu kriegen. Bleibt, wie ihr seid. Ja, ihr seid geil, wie ihr seid. Ja, mega, wir freuen uns über jede Unterstützung von euch. Wir freuen uns über jedes Gespräch, was wir am Merch mit euch führen können. Und ja, unterstützt uns weiter, so wie ihr es bis jetzt tut. Und noch mehr. Ja, wunderbar. Dann wollen wir euch ja nicht mal weiter aufhalten zu eurem Soundcheck. Das geht ja jetzt auch gleich. Genau. Und dann vielen Dank fürs Interview. Ja, danke auch. Gerne.